Meine Frau ist verschwunden. Eines Nachts ist sie weggefahren. Sie hat mir nur gesagt, sei unbesorgt. Tut mir sehr leid, mein Geliebter. Mein Name ist Joan. Joan Vera. Ich bin Anfang der 60er geboren. Bist du gern Au-pair-Mädchen? Sie haben getrennte Schlafzimmer. Das wird uns nicht passieren, oder? Was ist los? Nathan ist das Schönste, was mir je passiert ist. Ich weiß, alle Mütter sagen das, aber es ist wahr. Was ist Ihre Schwäche, James? Er hält sich nicht den Rücken frei. Meine Mutter war eine ziemlich freie Frau. Ich kenne ihn doch. Wie beim Mahjong-Spielen. Und auch sehr leidenschaftlich. Ich habe das Gefühl, neu aufzuleben. Und Papa? Sie haben keine Gefühle. Ich habe Gefühle. Wir müssen ja nicht die gleichen haben. Ich liebe Joan Vera. Ihre französische Verlegerin. Sie liebt mich nicht. Das ist deine Schreibe. Das bist ganz du. Zeigst du mir deine Brüste? Nein. Du hast gezögert. Ich habe gezögert, ja, na und? Du erregst mich. Ich kann zu dir kommen, wenn du willst. Nein, es ist alles okay. Es tut mir gut, hier zu sein. Mein Sohn. Mama. Warum bist du gekommen? Hat Tim dich darum gebeten? Das sind meine Tagebücher. Es gibt ja Dinge über mich, die mir nicht gefallen. Es gibt ja keine Geheimnisse. Hast du ihn wiedergesehen? Dein Vater? Wenn du an meiner Liebe zweifelst, bringe ich dich um. Ist das kleine Zimmer okay für dich? Also, dein Kinderzimmer, meine ich. Es kommt mir vor, als sei ich eine Ewigkeit nicht hier gewesen. Warum hast du mich allein gelassen? Beruhige dich. Nein, ich habe keine Lust, mich zu beruhigen. Die Schönheit lebt und sie ist ewig. Glaubst du daran? Nein. Man musste leben, jetzt und hier, und schließlich im Nichts versinken. Alles gut? Das wird schon, mein Geliebter.